Hallo, liebe Deutschlernende! Ich habe letztens über Instagram und Facebook ein Video von mir veröffentlicht, wie ich mit dem Motorrad, ja, auf dem Beifahrersitz durch Saigon fahre, ja, und dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen Übung habe damit, auf einem Motorrad zu sitzen und mich festzuhalten, konnte ich auch ein bisschen filmen. Ja, das klingt vielleicht gefährlich, aber die Leute in Vietnam machen alle möglichen Sachen auf ihren Motorrädern. Ja, ich habe ein Kind gesehen oder eine Jugendliche, die gelernt hat, ja, auf dem Motorrad. Ja, sie hatte ein Buch, das unterstrichen war, das markiert war. Mit Farben, ja, mit Grün, mit Rot, mit Gelb, ja. Und sie hat auf dem Motorrad hinten gelernt, ja. Und ich habe heute auch eine Person gesehen, die hinten auf dem Beifahrersitz etwas gegessen hat, ja. Sie sitzt auf einem Motorrad und isst dabei etwas. Insofern bin ich das Risiko eingegangen und habe ein bisschen gefilmt, während ich auf dem Motorradsitz saß. Und ja, ihr könnt euch anschauen, wie es aussah, oder ja, wie die Straßen Saigons aussehen. Ja, es ist sehr chaotisch, aber im Chaos ist auch eine gewisse Ordnung. Ja, und viele Leute fahren mit Motorrädern durch die Stadt und so weiter. Ja. Und ich habe dieses Video unter anderem gemacht, weil ein paar von euch gesagt haben, hey, Marco, zeig uns mehr von Saigon, ja. Und die Wahrheit ist, dass ich gar nicht so viel zeigen kann und dabei euch Deutsch beibringen kann, ja. Denn hier in meinem Zimmer hörst du mich gut, ja, es ist still, ich bin gut beleuchtet, ja, und ich kann dir so gut Deutsch beibringen. Aber wenn ich mit der Kamera nach draußen gehe, so wie ich es in Deutschland gemacht habe, dann ist es einfach viel zu laut. Ja, es gibt keinen Ort in ganz Saigon, nicht dass ich wüsste, der wirklich ruhig ist, ja, wo ich wirklich filmen kann und sprechen kann und man mich gut hört. Ja. Und deswegen mache ich es nicht so wie in Deutschland, dass ich die Kamera nehme, hey, ich gehe raus, ich gehe in den Park, ich filme mich und rede ein bisschen, ja. Das war in Deutschland möglich, weil es relativ ruhig ist in den Parks Deutschlands. Aber hier gibt es keinen ruhigen Ort und deswegen habt ihr vielleicht nicht so viel von Vietnam gesehen. In circa einem Monat oder in ein paar Wochen bin ich nicht mehr in Vietnam. Dann fliege ich nach Thailand, ja. Ich fliege nach Chiang Mai, ja, meine nächste Station auf meiner Asienreise, ja. Viele Leute haben mich auch gefragt, so, hey Marco, wann bist du wieder zurück in Deutschland? Die Antwort ist, das dauert noch ein paar Jahre, ja. Ich bin jetzt erstmal auf Weltreise, ja, oder beziehungsweise ich reise von einem Ort zum anderen und bleibe immer mehrere Monate dort, ja. Das nennt sich Perpetual Traveling, ja. Ich bin ein Perpetual Traveler, ja. Zum einen, um die Welt zu sehen, zum anderen aber auch, um Geld zu sparen, denn man spart enorm viel Geld als Deutscher, weil die deutsche Krankenkasse und die deutsche die Mieten in Deutschland und die Lebenserhaltungskosten Deutschlands so enorm hoch sind. Deswegen spare ich enorm viel Geld dabei, durch Asien zu reisen. Ja? Ein Grund, warum ich das mache, ist eben, um mehr in Authentic German Learning zu investieren. Deswegen bitte ich auch oft um Spenden. Ja, ich mache dieses Opfer, ja, also dieses Opfer, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe. Ich mache dieses Opfer, dass ich ganz viele Dinge mache, die außerhalb meiner Komfortzone sind. Ja, es ist wirklich nicht einfach zu sagen, okay, jetzt ziehe ich in ein anderes Land, okay, Visum, wie bekomme ich ein Visum und so weiter. Das ist sehr außerhalb meiner Komfortzone, aber ich mache, weil ich wirklich mache das, weil ich wirklich möchte, dass Authentic German Learning erfolgreich wird und deswegen lebe ich einen Lebensstil, der sich sehr gut mit einem niedrigen Budget vereinbaren lässt, weil ich wirklich alles
was da drüber ist, reinvestieren möchte in Authentic German Learning. Ja? Und deswegen bitte ich euch auch ein kleines bisschen auch in Authentic German Learning zu stecken. Ja? Falls du ein paar Euros übrig hast, ja, mein niedrigstes Spendenlevel ist so 5 Euro im Monat, ja, von den Spendenlevels, die jeden Monat passieren. Ja? 5 Euro im Monat, das ist nicht viel, das sind 2-3 Kaffees. Ja? AuthenticGermanLearning.com/spenden oder /donate und dann kannst du auch spenden. Und ja, ich ziehe nach Thailand und genau, meine Frage an dich ist, was kann ich dir noch erzählen über Vietnam? Ja, was möchtest du wissen? Ja, solange ich noch hier bin, ja, was möchtest du noch wissen? Wie gesagt, ich habe bestimmt nicht die Gelegenheit, wirklich sehr viel noch zu filmen draußen, weil es wirklich alles sehr laut ist und so weiter. Aber was möchtest du noch wissen oder was interessiert dich so? Dann kann ich gerne auch darüber noch sprechen. Und wie gesagt, wenn du meine Videos oft siehst, wenn dir meine Videos gefallen, wenn du denkst, hey, wow, das hat mir so sehr geholfen und ich habe so viel gelernt und ich kriege jetzt mit, wie mein Deutsch sich enorm verbessert hat, seit ich deine Videos sehe, ja, wenn du dir das sagst, dann gib mir doch eine Spende. Okay? Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.